Ja, dann starten wir mal mit dem Webinar. Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Klimawirkungsprüfung und was dann? Auswahl geeigneter Alternativen für Ihr Bauvorhaben. Das ist unser insgesamt drittes Webinar im Rahmen des NKI-Projektes Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, kurz KÖP. Wir sind heute hier insgesamt vier Personen, die Sie durch die Veranstaltung führen dürfen. Das sind zum einen der Hans Hertle und die Vanessa Herhofer vom IFO-Institut und ich selbst, Carsten Kuhn und meine Kollegin Adriana August vom Klimabündnis. Wir werden zuerst einen kleinen Input-Vortrag hören und es gibt dann später auch nochmal eine Arbeits- und Austauschphase, bevor wir dann nochmal zusammenkommen. Und damit würde ich auch schon gerne an die Frau Herhofer übergeben, die Ihnen kurz eine Einführung in das Projekt und die Ergebnisse oder die Instrumente davon dabei gibt. So, danke Carsten. Genau, mein Name ist Vanessa Herhofer vom IFO-Institut. Ich würde Ihnen ganz gerne vorab erstmal das Projekt KÖP kurz vorstellen und vor allem den KÖP-Ansatz, damit Sie dann später die Variantenauswahl, die der Herr Hertle vorstellen wird, besser in den Gesamtprozess unseres Projekts eingliedern können. Genau, also KÖP steht für Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten. Wie der Name auch schon sagt, geht es dabei darum, der Kommunalverwaltung das Thema Klimaschutz ein bisschen näher zu bringen und sie für das Thema zu sensibilisieren. Und wir wollen eben auch, dass Klimaschutz wirklich im Projektmanagement öffentlicher Projekte integriert werden kann. Das heißt, wir versuchen damit, den Mainstreaming oder das Mainstreaming von Klimaschutz weiter voranzubringen und klimaschutzrelevante Aspekte wirklich in alle Bereiche von der öffentlichen Planung bis hin zur konkreten Umsetzung eines Vorhabens einbringen zu können. Genau, um das bewerkstelligen zu können, haben wir den sogenannten KÖP-Ansatz entwickelt. Der Ansatz gliedert sich eigentlich in typische Phasen aus dem Projektmanagement. Es werden dabei Klimaschutzmaßnahmen mit konkreten Prozessinstrumenten, aber auch Hilfestellungen verknüpft, um eben Ihr Projekt erfolgreich planen und umsetzen zu können. Genau, und hierfür haben wir handhabbare Tools, aber auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Checklisten im Rahmen von Steckbriefen, die wir angelegt haben, zusammengestellt, um diese klimarelevanten Themen wirklich in Ihre aktuelle Arbeit leichter integrieren zu können. So, genau, und hier sehen Sie einmal den KÖP-Ansatz als grafische Darstellung, besteht aus insgesamt 5 Phasen und ich werde Ihnen jetzt gleich nochmal die einzelnen Phasen in etwas größerer Sicht zeigen, damit Sie da auch nochmal einen Einblick haben, um was es dabei geht jeweils. Über alle Tools, Instrumente, Hilfestellungen und so weiter. Es werden aber auch schon konkrete Hilfestellungen gegeben, wie Sie Projekte, aber auch übergreifende Ansätze anstoßen können und initiieren können. Und ein Bestandteil dieser Initiierungsphase ist vor allem eben die Klimawirkungsprüfung. Die empfehlen wir wirklich von Anfang an, von der Planung eines Vorhabens mitzudenken. Einfach, um feststellen zu können, befinde ich mich gerade auf dem richtigen Weg? Gibt es vielleicht noch Klimaschutzpotenziale oder sollte ich vielleicht komplett nach anderen Alternativen suchen, weil die Klimawirkung vielleicht nicht so optimal ist? Genau. Und ist das der Fall? Genau, Klimawirkungsprüfung. Genau. Kommen wir zu Phase 2, 3 und 4. Das ist eine Art Prozesskreislauf, der mit der Analysephase beginnt. Und diese Phase schafft quasi so ein bisschen den Rahmen, um Potenziale generieren zu können. Das heißt, wir schauen hier erstmal, welche Akteure sind denn für uns überhaupt relevant, welche sollten wir ins Boot holen, wo sind die Stärken und Schwächen meines Vorhabens aktuell und mit Hilfe der Variantenauswahl, um die es dann gleich noch geht, können wir auch noch nach technischen Varianten und Alternativen suchen für unser Bauvorhaben speziell. Genau. In der Auswahlphase, Phase 3, werden unsere Alternativen dann nochmal ein bisschen konkretisiert und geschaut, welche sind denn im Rahmen der Kommune überhaupt umsetzbar, um dann in Phase 4 das Ganze nochmal zu überprüfen. Das heißt, auch da empfehlen wir nochmals die Klimawirkungsprüfung, einfach um zu schauen, bin ich jetzt mit der Klimawirkung so einverstanden oder ist die Klimawirkung so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder sollte ich da vielleicht nochmal eine Schleife drehen und nach weiteren Alternativen schauen? Genau, das heißt, habe ich dann eine Alternative, die für mich passt,
aus Klimaschutzsicht auch. Dann geht es in die Umsetzungsphase. Auch hier stellen wir dann nochmal weitere Tools, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Checklisten zur Verfügung, um Ihnen dabei zu helfen, Klimaschutz auch bei der Umsetzung weiter mitzudenken. Genau, und heute geht es eben darum, was passiert, wenn man die Klimawirkungsprüfung durchgeführt hat und eben jetzt nach Alternativen suchen muss. Also wir sehen hier einmal nochmal die Oberfläche der Klimawirkungsprüfung. Wir befinden uns hier quasi in der Hauptprüfung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben ein Bauvorhaben, das wir überprüfen möchten, dann würden wir in der Hauptprüfung eben nochmal schauen, wie stark ist denn die Auswirkung, ist sie positiv oder negativ. Genau, und im Fall, dass das Vorhaben vor allem eine sehr negative Klimawirkung hat, zeigt die Klimawirkungsprüfung dann uns an, ja, Alternativenprüfung ist notwendig, dass man hier unten sieht. Das heißt, wir würden dann quasi von der Initiierungsphase, von der Klimawirkungsprüfung weitergehen zur Analysephase. Und hier wird Ihnen der Herr Hertle heute vor allem die Variantenauswahl einmal vorstellen, aufzeigen, wie Sie da geeignete Alternativen für Ihr Bauvorhaben finden können. Gut, dann würde ich einmal auch weitergeben an Hans Hertle und meinen Bildschirm stoppen. Ja, schönen guten Tag zusammen. Hans Hertle vom IFA-Institut. Wir sind auch hier gegenüber. Also wenn Sie ein bisschen Hall hören manchmal von Vanessa, dann kommt es davon, dass wir ausnahmsweise nicht im Homeoffice sind. Diese Variantenauswahl, ich teile meinen Bildschirm, ist quasi der nächste Schritt zu dem im Bereich des Analyserads. Jetzt muss ich auch mal gucken, mein Bildschirm will nicht geteilt werden. Moment, wie? Hast du schon? Alles klar. Er ist schon geteilt. Ne? Das ist immer das Tolle, wenn man jemanden gleich nebenan hat. Ne? Ja, also im Prinzip kommen wir aus der Klimawirkungsprüfung raus. Normalerweise hat man dann einen vorgegebenen Planfall. Wir haben uns jetzt hier mal fokussiert auf ein Neubaugebiet. Das Ganze ist auch angeregt von dem Beispiel aus Rostock. Schöne Grüße an Kerry Zander, die ja auch dabei ist. Wir haben dieses Beispiel genommen, um auch zu überlegen, wie kann man so ein Beispiel dann in ein Variantenauswahltool hineinschieben. Das geschieht natürlich im Rahmen des GÖP-Projekts nur plakativ. Das heißt, gerade in Rostock kam dann eben ein Planer, der hat alle Varianten aufgezeigt. Bei mir als Diplom-Ingenieur rastert natürlich im Hintergrund dann alles durch und ich kann mir so grob vorstellen, was rauskommt, wenn da irgendeine Variante kommt, Fernmeer oder was. Aber für Normalmenschen ist es extrem schwierig und man kann auch nicht immer gleich ein Planungsbüro für jede Variante beauftragen. Insofern haben wir gesagt, wir müssten hier mal ein kleines Tool schaffen, das so zwischen einem vorgegebenen Planfall und ein paar Varianten die grobe Richtung Treibhausgasemissionen vorgibt. Natürlich muss dann, wenn man dieses Tool mal bedient hat und ungefähr weiß, wo es lang geht, muss natürlich dann oft dann, zumindest in diesem Bereich Neubau, noch ein Planungsbüro genau dann drüber gehen. Wir haben dann auch noch versucht, den Link zu anderen Analyse-Tools wie die Akteursanalyse zu setzen. Das heißt, am Schluss dieses Tools gibt es auch noch die Frage Akzeptanz bei den Akteuren und Einfluss der Kommune. Natürlich ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eigentlich dann auch notwendig. Das konnten wir jetzt im Rahmen des Tools leider nicht integrieren. Das heißt, da müssen wir dann selber noch jemand suchen, der Ihnen das machen kann. Hier noch ein kurzer Ausflug in den Bereich des Bundesklimaschutzgesetzes. Wir hatten letzte Woche mit Juristen eine Diskussion darüber, welche Auswirkungen hat das Bundesklimaschutzgesetz auf die Kommunen. Der juristische Tenor war im Gros keine Auswirkungen. Die Ausnahme war dieser Paragraph 13.3. Da heißt es nämlich, dass die erwartenden volkswirtschaftlichen Kosten für den Klimaschutz auf geeignete Weise berücksichtigt werden müssen. Das halte ich dann auch für interessant. Also falls Sie in Zukunft Planungen machen, können Sie bis zu 180 Euro pro Tonne was einpreisen. Also das wird wahrscheinlich jetzt immer leichter werden.
Aber jetzt wieder zurück zur Variantenauswahl. Das Ganze ist ein Excel-Tool. Das haben wir jetzt noch nicht verbreitet, weil es wahrscheinlich erst im November dann komplett so ist, dass Sie es auch locker bedienen können. Wir haben auch gesagt, im Rahmen dieses Workshops ist es auch unsinnig. Da würden nämlich die Ingenieurinnen unter Ihnen ständig nur hin und her probieren, ob das alles stimmt, was ich da gerechnet habe. Insofern haben wir das jetzt mal in Folien gepackt. Die Variantenauswahl geht von einem Ist-Zustand aus, den Sie wählen können. Das heißt, Sie haben hier auf der einen Seite geplant eine geplante Gebäudezahl nach den Baufeldern A bis F. Sie können eingeben die Auswahl der Gebäudeart und daraus ergibt sich automatisch dann die ganzen anderen Zahlen wie Bruttogeschossfläche und so weiter, Anzahl der Geschosse, Einwohnergebäude. Diese Sachen können Sie dann, wenn Sie wollen, optional überschreiben. Wenn Sie also jetzt nicht über den Daumen mal was machen wollen, sondern konkret, können Sie natürlich die Einzelzahlen überschreiben. Das ist quasi die Grundlage. Am Schluss haben Sie dann ein Ergebnisblatt. Das heißt, Sie kriegen raus, welche Nettogeschossflächen Sie haben, welche bebauten Grundschutzflächen, wie viele Einwohner Sie unterkriegen, wie viel Nettofläche pro Einwohner und wie viel Einwohner pro Hektar Sie in dem Bebauungsgebiet unterkriegen. Das ist quasi das Grundergebnis. Und mit diesem Ergebnis können Sie dann in die Variantenauswahl gehen. Die Variantenauswahl orientiert sich an den drei großen Pfaden zur Nachhaltigkeit, also die wir jetzt im Energiebereich immer sehen. Das heißt einerseits die Suffizienz, also Bedarfsreduktion, dann die Effizienz, das heißt Energiestandards verbessern und Konsistenz, im Prinzip Kreislaufwirtschaft, aber bei uns im engeren Sinne immer die Frage, wie viel erneuerbare Energien können wir in so ein Gebiet hineinnehmen. Unten übrigens ein Link, da können Sie einiges zur Suffizienz und Kommune auch sich angucken. Diese drei Pfade haben wir dann in diesen Varianten abgebildet. SEK im Einsatz habe ich es mal genannt. Das heißt Suffizienz, Effizienz, Konsistenz im Einsatz. Sie können ausgehend von einer Referenzvariante 10 verschiedene Varianten anklicken und sich dann die Ergebnisse anschauen. Das erste ist hier die Spalte Suffizienz. Das heißt, hier können Sie gucken, kann ich ausgehend vom Plan eventuell mehr Leute unterbringen. Das wirkt sich natürlich dann auf entweder reduzierte Wohnfläche oder mehr Einwohner pro Hektar aus. Da haben wir 3 verschiedene Varianten. Das heißt Planfall, dann +50% und +100% und dann der maximale Fall. Maximale Fall wäre bei uns Blockrandbebauung, mittelgroße Stadt mit etwa 400 Einwohnern pro Hektar. Dann kommt das E wie Effizienz. Hier haben wir auch insgesamt in der mittleren Spalte 4 Varianten zur Auswahl. Das heißt, Sie können ausgehend von einer Referenzvariante, die wir jetzt hier NF genannt haben, es wird wahrscheinlich dann GEG irgendwann heißen, können Sie 3 verschiedene Typen von Effizienzen noch rechnen. Und dann können Sie im letzten Fall die Konsistenz, also im Prinzip die Frage der Versorgung, hier anklicken. Hier haben Sie insgesamt 4 Ergebnisvarianten aus 10 Optionen, die Sie aussuchen können, vom klassischen Heizölkessel über den Standardfall, Gasbrennwert mit Solar. Dann aber eben auch Einzelversorgung, Pelletkessel bis Erdwärmepumpe, aber auch Gruppenversorgung, Fernwärme, 50% erneuerbar, kalte Fernwärme, Tiefengeothermie und die Nachtspeiseheizung. Das sind die jetzigen Optionen, die hier eingeblendet sind. Sie haben also dann 10 Varianten und da kriegen Sie dann die Ergebnisse, zum Beispiel Ergebnisse Einwohner pro Fläche, dann Nutzfläche pro Einwohner, aber im Effizienzbereich auch die Energiekennzahlen, die Energiekennzahl pro Einwohner und Energieverbrauch gesamt. Und das Ganze dann auch noch in Richtung Treibhausgas, das heißt Treibhausgas pro Quadrat Nutzfläche, Treibhausgas pro Einwohner und insgesamt Treibhausgas. Da hinten auch immer die Relativzahlen. Hier unterscheiden wir
klar auch zwischen Treibhausgas insgesamt und Treibhausgas pro Einwohner. Denn gerade bei Suffizienz, also der ersten Variantengruppe, ist es ja klar, Sie haben natürlich mehr Treibhausgase, wenn Sie mehr Leute in ein Gebiet stecken, aber pro Einwohner haben Sie dadurch natürlich weniger. Jo, das Ganze haben wir dann auch noch vereinfacht in das klassische E-Voll-Punkte-System. Das heißt, auch Leute, die jetzt die Einzelzahlen sich nicht angucken wollen, können im Prinzip in diesem Excel durch die Variantenauswahl zu einem qualitativen, schnellen Ergebnis kommen. Und hier heißt es einfach immer, je mehr Punkte, desto besser. Das heißt, CO2-Minderung absolut und relativ ist in Punkten dargestellt der Anteil der Erneuerbaren in Punkten. Also ein Punkt wäre dann 20%, 5 Punkte 100%. Der Effizienzstandard in Punkten, also viele Punkte, ist dann besonders gut. Hier Passivhausstandard. Und Suffizienz ist auch in Punkten dargestellt. Das ist auch für später für die Diskussion in den Kleingruppen, denke ich, ausreichend. Wer jetzt dann am Schluss mit dem ganzen Tool selber arbeitet, kann natürlich sich auch die Einzeldaten anschauen. Ja, das wäre jetzt der kurze Einstieg zu diesem eigentlich komplexen Tool, das wir am Schluss ein bisschen vereinfacht haben. Sie können jetzt gerne Rückfragen stellen. Ja, es gab auch schon ein paar Rückfragen im Chat. Ein paar sozusagen allgemein und dann eben auch ein paar jetzt ganz dezidiert zu dieser Variantenauswahl. Ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzubringen, weil eben auch eine Frage war, wie es zu dieser alternativen Prüfung kommt. Also der grundsätzliche Ansatz ist ja dieser hier, dass es einen Bedarf gibt aus den Kommunen, in irgendeiner Form Beschlussvorlagen zu prüfen, in Form von Klimachecks oder eben einer Klimawirkungsprüfung oder wie auch immer, sei es durch einen Beschluss aus dem Klimanotstand oder weil irgendeine politische Fraktion diesen Anspruch erhebt. Grundsätzlich ist es aber eben so, dass wir durch die Klimawirkungsprüfung, die vorhin angesprochen war, eben eine Möglichkeit geben, eine Beschlussvorlage auf Klimarelevanz zu prüfen und ein Ergebnis, ein mögliches Ergebnis aus dieser Klimawirkungsprüfung ist eben, es wird eine alternativen Prüfung empfohlen. Und für ein ganz dezidiertes Themenfeld, nämlich das, was wir jetzt gerade gehört haben, Neubaugebiet, haben wir jetzt eben schon exemplarisch so eine alternativen Prüfung ja, sehr detailliert sozusagen dargestellt. Das ist das, was der Herr Hertle gerade vorgestellt hat. Und einfach auch mit dem Ausblick, was es denn dann für unterschiedliche Implikationen hat. Also sozusagen möchte ich meine Varianten betrachten im Sinne auf, ich verdichte sehr stark den Wohnraum oder ich möchte meine Varianten betrachten auf den Aspekt der Energieversorgung oder auf eben andere Aspekte. Jetzt haben wir in dem, also das nur nochmal als sozusagen Großerklärung dazu. Jetzt haben wir Fragen hierzu noch. Die eine bezog sich auf diese 10 Varianten. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich lese es mal vor. Wird der SEK-Einsatz mit 10 Varianten pro Baufeld einzeln betrachtet? Hans, ich würde vermuten, das ist so, weil es ja 10 Einzelergebnisse pro Variante ein Ergebnis gibt. Ne? Also es gibt verschiedene Baufelder und eben ein Gebiet und das gesamte Gebiet wird dann betrachtet. Natürlich können Sie auch Einzelgebiete ausblenden und dann mit Einzelgebieten reingehen. Und Sie können jede beliebige Variante rechnen. Das heißt, wir haben es nur beschränkt auf 10 Ausgabevarianten, um das etwas im Überblick zu lassen. Jetzt kam noch die Frage dazu, wie es mit der Lebenszyklusbetrachtung aussieht, also zum Beispiel klimafreundliche Baustoffe, der Einsatz dieser oder Entsorgungskosten.
Genau, also das ist hier natürlich vereinfacht. Wir gehen im Prinzip hier vom klassischen Treibhausgasberechnungstool aus, von Standards ohne Lebenszyklus, graue Energien. Theoretisch könnte man das alles auch dranhängen, aber das Tool wird auch sehr komplex. Theoretisch könnte man natürlich auch Mobilität, Infrastruktur dranhängen. Wir sind froh, dass wir es jetzt mal überhaupt geschafft haben. Wir waren wirklich am Anfang, wollten auch viel reinbringen, aber es war einfach nicht machbar, die Komplexität an da noch anzudocken von anderen Themen. Mhm. Gut, dann war noch einmal eine sehr detaillierte Frage zu Auswirkungen von CO2 im Vergleich zu Gasbrennwert mit Gasbrennwert und Solar, beziehungsweise veränderte Emissionsfaktoren für Gas und Fernwärme. Also Spezialfragen würde ich jetzt mal nicht zulassen, das würde zu weit führen, aber das können wir dann, sobald das Tool dann eben auch öffentlich ist, dann in den nächsten Wochen kann das auch direkt an mich gehen. Also wir sind ja auch noch nicht ganz fertig, das heißt, wir feilen auch noch an Einzelthemen. Das war nämlich auch hier schon eine Nachfrage, ist das Tool sozusagen Open Source oder öffentlich zugänglich, kann es verändert werden? Also wir, das ist ja sozusagen ein Projektergebnis, das heißt, es wird auf jeden Fall auf der Projektseite, auf der KÖP-Projektseite eingestellt werden und kann dann eben runtergeladen werden. Ob es dann Open Source ist, also sozusagen veränderbar, das müssen wir mal schauen, weil es gibt halt sehr viele sozusagen Elemente darin. Gut. Ja, ich würde dann auch gerne weitermachen, weil wir vielleicht noch genau eine Nachfrage, Entschuldigung. Es kam nochmal dezidiert die Nachfrage sozusagen, ob das Tool auch auf Baubestand geht oder nur auf Neubaugebiet. Genau, also wir hatten jetzt mal beispielhaft ein Tool jetzt entwickelt, weil wir auch in Rostock genau die Thematik hatten. Geplant war auch ein Tool für den Bestand und also wenn wir es schaffen, kann sein, dass es auch in diesem Jahr noch so eins gibt. Das ist aber noch nicht ganz klar. Aber es war eigentlich auch vorgesehen. Bloß hatten wir mit der Klimawirkungsprüfung, die eben überhaupt nicht geplant war, die wir komplett neu erfunden haben, sehr viel zu tun. Insofern ist es noch nicht ganz klar, ob so ein Tool kommt. Wir hoffen es. Mhm. Gut. Dann danke erstmal dafür. Danke auch an Herrn Hertle und Frau Herfer für die Vorstellung. Wie es jetzt gerade schon angedeutet wurde, also Spezialfragen zu, keine Ahnung, jetzt Emissionsfaktoren oder sowas, die würden wir jetzt hier mal zurückstellen und die können gerne so im Nachgang an den Herrn Hertle gestellt werden. Wie gesagt, das Tool wird auch auf jeden Fall eingestellt auf die Website, das können Sie dann ausprobieren. Wir würden gerne hier heute einfach mit Ihnen da auch nochmal so ein bisschen eben intensiver diskutieren und deshalb würden wir hier auch an dieser Stelle gerne weitermachen und aber Sie können die Fragen natürlich auch gerne, wir haben sie jetzt hier im Chat und sammeln die und können Sie uns gerne auch im Nachgang eine Frage an uns stellen oder eine Hertle direkt. Genau, und das ist eben sozusagen ein Forschungsprojekt, das auch Sie natürlich beforschen können. Das heißt, es ist eben kein Dienstleistungstool, das fertig ist, sondern wir haben das jetzt entwickelt und es wird ähnlich wie das KWP, hat es auch einige Zeit gedauert mit Rückmeldungen, bis es dann so weit war, wie es heute ist. Ich würde dann gleich überleiten in den allgemeinen Einstieg in die Variantenauswahl, die Sie jetzt auch vornehmen dürfen. Das heißt, Sie können gerne eben auch ausgehend von den plakativen Ergebnissen des Beispiels in drei unterschiedlichen Gruppen Varianten auswählen. Wir haben das SEK, das Sondereinsatzkommando Klimaschutz, gebildet. Das heißt, jede von Ihnen kann in eine dieser Gruppen gehen. Sie werden dann auch eingeteilt, entweder in den Bereich Suffizienz, da geht es hauptsächlich um Bebauungsdichten, oder eben um die Effizienz, da geht es wesentlich um die energetischen Gebäudestandards, oder eben in die Gruppe Konsistenz. Voraussetzung von dieser Variantenauswahl ist eben, die Klimawirkungsprüfung wurde durchgeführt. Sie haben irgendein Neubaugebiet geplant gehabt, da gibt es dann Ergebnisse und die KWP sagt,
prüfen Sie Alternativen und Sie müssen eben jetzt Alternativen prüfen. Die Gruppenarbeit ist in einer Aufgabenstellung allgemeiner Art hier mal dargestellt. Also das gilt für alle drei Gruppen. Das heißt, Sie sollten erstmal die Alternativen in Bezug auf die Akzeptanz bei den Schlüsselakteuren und der Zielgruppe diskutieren. Da können Sie natürlich Ihre Hintergrund und Beispiele mit einbringen. Sie sollten auch gucken, wie der Einfluss der Kommune auf die verschiedenen Alternativen ist. Also da zeigt sich schon an den Fragen, dass wir jetzt keine ingenieurmäßige Auswahl wollen, sondern dass wir auch im Umfeld Ihres Wirkens eben eine Auswahl wollen. Und Sie sind ja eingebettet in ein großes Feld von Akteuren, die alle von Ihnen was wollen. Und Sie müssen Sie auf den Weg zum Klimaschutz bringen. Dann sollten Sie am Schluss, und da kommen Sie auch auf gesonderte Seiten, Ergebnisse ankreuzen und sich auf eine Variante einigen. Das muss nicht unbedingt die 100% beste THG-Variante sein, weil Sie eben ja auch Akzeptanz und Einfluss der Kommunen irgendwie auch mit berücksichtigen können. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das dann so ungefähr ausschaut. Das ist natürlich dann anders aufbereitet, dass Sie besser mitarbeiten können. Das heißt, die Gruppe A Suffizienz hat dann eben die Varianten 1 bis 3 in den verschiedenen Suffizienzannahmen und mit verschiedenen Ergebnissen. Einwohner pro Fläche, hier zum Beispiel im Bereich Hektar 98 ausgehend, am Schluss 400, das ist die Maximalvariante. Die Nutzfläche pro Einwohner ist am Anfang 49, in der Maximalvariante 35. Und dann könnten Sie eben rechts ankreuzen, ist die Akzeptanz bei Akteuren der Zielgruppe sehr hoch oder weniger hoch, in Ihre Kreuze setzen, wie hoch ist der Einfluss der Kommune. Das natürlich nicht auf die einzelnen Zielgruppen spezifisch, sondern in der Summe. Das Spezifische können Sie später in der SWOT- und Akteursanalyse ja mit den anderen Tools dann machen. Das ist hier die Aufgabenstellung Gruppe B, schaut im Prinzip genauso aus. Das heißt, hier kriegen Sie auch Teilergebnisse wie Kennzahlen geliefert und Energieverbrauch. Varianten sind hier 4 bis 5. Das heißt, im Wesentlichen eben ungefähr NF ausgehend KfW 55, KfW 40 und Passivhausstandard. Und in der Gruppe C ist die gleiche Aufgabenstellung, aber eben dann der Schwerpunkt auf Energieversorgung. Hier haben Sie eben 4 ausgewählte Varianten, ausgehend vom Gasbrennwertkessel noch eine Pellet-Einzelversorgung, Luftwasserwärmepumpe, Einzelversorgung der Gebäude, eine Fernwärme zur Hälfte erneuerbar und eine kalte Nahwärme mit Solar. Das heißt, das werden Sie alles in Ihren Gruppenräumen finden. Und damit das Ganze eben nicht zu ingenieurmäßig wird, kriegen Sie eben dann diese qualitative Darstellung der Ergebnisse, anhand deren Sie da diskutieren können. Und zum Ankreuzen noch dann rechts die Frage der Akzeptanz und der Einfluss der Kommune. Und alle vertiefenden Sachen und der konkrete Einstieg, den sagt Ihnen jetzt meine Kollegin Vanessa. Und deswegen gehe ich hier mal raus und gebe. Achso, ich mache einfach weiter. Okay, ich darf weitermachen. Es ist nur noch ein Slide, dann wechsle ich zu einer anderen Seite. Genau, der Hans Hertle hat Ihnen jetzt schon mal die Aufgabenstellung vorgestellt. Ich werde Ihnen jetzt einmal den Ablauf vorstellen. Werden Sie jetzt gleich zufällig in Kleingruppen eingeteilt? Da wir relativ viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, haben wir jeweils zwei Gruppen, die die gleiche Aufgabe